Moin ihr Landratten und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kasi on Tour und ja zum allerersten richtigen Schrauber- und Werkstattvideo an meiner Yamaha Tri-City, denn heute geht es um den Blinkerumbau und zwar von Glühbirne auf LED-Blinker und ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet, das Licht schon da, ich schwenke mal einmal die Kamera um. Das ist das, was wir heute verbauen wollen. Ich zeige euch das aber gleich auch nochmal im Detail. Es gibt für die Tri-City von Yamaha tatsächlich schon fertige LED-Blinker. Die haben auch einen Widerstand mit drin. Das heißt, ihr müsst nämlich, wenn ihr umschaltet bzw. umrüstet auf LED-Blinker, Blinker haben, die einen sogenannten Widerstand eingebaut haben. Oder ihr setzt, wie in meinem Fall, einfach welche dazwischen. Ich habe also für mich, weil wir noch ein bisschen was Spezielles vorhaben, keine passenden Blinker gefunden, die praktisch dann auch diesen Widerstand gleich mit eingebaut haben. Deswegen ist es ein bisschen mehr Kabelkram, aber ich denke mal, wir kriegen das hin. Ich schwenke mal einmal um auf die andere Kamera und dann gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Und zwar, ich habe zwei unterschiedliche Blinker. Das sind die Blinker, die hinten eingebaut werden sollen. Machen wir einmal das Netzteil an und dann zeige ich euch die mal. Dann können wir sie auch gleich mal eben auch mal testen. Blinken natürlich nicht, weil das Ganze natürlich über das Blinkerrelais geschaltet wird nachher. Aber die sind schon echt schön grell, leicht getönt, haben aber eine Zulassung natürlich. Genau, das sind die Blinker, die nach hinten eingebaut werden sollen. Interessant ist es aber, die Blinker für vorne. Und zwar, wir haben einmal auch hier ganz normal die Blinker. Aber wenn die Blinker ausgeschaltet sind, soll nachher ein Tagfahrlicht eingeschaltet werden, beziehungsweise Positionslicht. Und dafür ist es wiederum erforderlich, eine sogenannte Schaltung einzubauen. Das ist diese hier, das sind zwei Stück, zwei Module, die werden dazwischen geschaltet. Die sorgen im Endeffekt dafür, dass der Blinker, Positionslichter oder das Tagfahrlicht ausgeht und sobald der Blinker wieder aus ist, sich das Tagfahrlicht wieder einschaltet. Da müssen wir dann auch irgendwo rangehen ans Zündungsplus, damit das dann auch reibungslos funktioniert. Ich habe mir aber schon überlegt, ich werde das wahrscheinlich, die Yamaha Tri-City hat ja vorne eine Kfz-Steckdose, so eine 12-Volt-Steckdose und die ist auch über die Zündung mit geschaltet und ich denke mal, dass ich da rangehen werde. Das Ding ist, ich habe mir das natürlich alles ein bisschen leichter vorgestellt, wir müssen aber hinten einmal die komplette Verkleidung abbauen, um tatsächlich hinten die Blinker tauschen zu können. Ich habe zwei Kameras aufgebaut. Ich werde versuchen, euch das Ganze so gut wie möglich im Detail zu zeigen, dass ihr das nachmachen könnt, wenn ihr das möchtet. Und ich würde sagen, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken und auf geht's. So, als erstes müssen wir das Helfer ausbauen. Das lösen wir einmal hier. Die Schraube, dann haben wir hier jeweils eine Schraube. Die bekommt ihr mit der 10er Nuss raus, diese Schrauben. Ja, und dann haben wir hier auch mit zwei, die müssen auch raus. Wie gesagt, das sind insgesamt 5 Schrauben. Und dann könnt ihr das Helfer ausbauen. Denkt dran, wenn ihr das rauszieht, ihr habt noch die Helffachbeleuchtung. Da hängt noch ein Kabel dran. Das müssen wir natürlich dann auch erstmal lösen. So, ihr hebt im Endeffekt das Helfer ganz kurz an und dann könnt ihr euch hier die Kabel an der Seite rausziehen. Und um die zu lösen, behilfe ich mir immer mit einer Spitzzange, damit man die dann rauskriegt.
So, und dann können wir, wenn wir das Kabel gelöst haben, auch das Helmfach hier ein bisschen vorsichtig rausheben und an die Seite stellen. Als nächstes muss ich hier den Helm, den Gepäckträger wieder abbauen. Aber hier Gummikappen abmachen. 12er Nuss. Also je nachdem, was ihr für einen Gepäckträger noch drauf habt, ne, also gut festhalten immer, wenn ihr die letzte Schraube löst. Weil der ist nochmal richtig schwer hier. So, als nächstes lösen wir hier die beiden Schrauben. Das ist Kreuz. So, als nächstes müssen wir die Seitenverkleidung abnehmen und dafür müssen wir erst hier an der Seite diese Schraube lösen. Das ist kleiner Imbus, damit wir diese Abdeckung ein bisschen auseinanderziehen können, weil hier drunter sitzt da noch eine Schraube, die müssen wir noch lösen, beziehungsweise so wie ich das hier sehe, sind es zwei Schrauben. Und dann kann man das hier vorsichtig ein bisschen auseinanderziehen. Und dann habt ihr im Endeffekt hier noch mal eine Kreuzschraube und hier noch mal eine Mutter. Die müssen wir lösen und dann können wir die Seitenverkleidung runternehmen. Wenn ihr die Seitenverkleidung abnehmt, die ist hier noch mal so ein bisschen untergehakt. Also ihr müsst wirklich gucken, dass ihr ruhig, auch wenn das knackt, so ein bisschen vorsichtige Gewalt anwendet, sag ich mal. Ne? Also dann kriegt ihr, wie gesagt, die Seitenverkleidung hier ab. So, nachdem wir die Seitenverkleidung abgemacht haben, wir hier einmal den Stecker hier von den Scheinwerfern lösen. So, als nächstes bauen wir die Rückschalter aus. Und zwar sitzt dann jeweils hier eine Schraube, die hier oben müssen wir lösen. Und irgendwo hier drunter sitzt auch noch eine. Das muss ich mir aber gleich erstmal angucken, welche das ist. Die sitzt ja da hinten ein bisschen versteckt. Genau. Und das muss man natürlich für beide Seiten machen. Die Strahler sind auch hier nochmal miteinander verbunden. Das heißt also, die müssen wir dann auch nochmal rausholen. Kleine Hände ist bei sowas immer von Vorteil. Ist ja doch mal ein bisschen fummelig hier, aber kriegt man hin. So, ich gehe mal einmal mit der Kamera. Nehme ich euch mal einmal mit. Und zwar. Bei den Scheinwerfern, da müsst ihr die Schraube hier unten noch lösen, die ihr unten setzt, und dann könnt ihr den Strahler rausnehmen. Eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt das alles abgebaut haben, weil ich würde mich hier ganz gerne eine Halterung anbauen für meine Kamera, für die Rückkamera, weil dann kann ich die nämlich von hinten verschrauben, die Halterung. Das ist eigentlich gar nicht blöd. Da würde ich mich auf der sicheren Seite, dass ich sie nicht verliere. So, nichtsdestotrotz, jetzt geht's an die letzten Schrauben. Und zwar muss ich jetzt einmal hier dieses Plastikteil einmal abschrauben. Da haben wir dann praktisch einmal hier eine Schraube. Da komme ich natürlich wieder mit dem Schraubentier nicht klar. Auch nicht so ideal, also Knarre. Andere Seite natürlich auch. Dieses Teil hier auch machen. Oh, meine schöne Tri-City, Hilfe! So, und jetzt haben wir dann praktisch noch diese drei letzten Schrauben. Das sind nochmal 10er. Und dann könnten wir, glaube ich, das Teil hier abnehmen.
habe mir jetzt hier mal die Kabel markiert, damit ich weiß, wo nach welches Kabel hingeht. Also das hier ist zum Beispiel der rechte Blinker. Das beschriftete Kabel hier, das ist Masse und das andere ist Plus. So, ihr seht, das ist geschafft. Ja, ich habe alles ausgebaut. Und mich würde ja mal echt interessieren, also wenn Yamaha solche Blinker umbaut, was die nehmen, ne? Weil ihr seht, ne? Das ist mega Aufwand. Und ja, im Endeffekt, du kommst anders aber nicht ran. Ne? Also du musst es tatsächlich zumindest hinten erstmal auseinanderbauen. Man darf natürlich keine Angst haben, dabei zu gehen, aber wenn man das nach System macht, und so wie ich das jetzt gemacht habe, dass ich mir das hier auch ein bisschen beschriftet habe oder gekennzeichnet habe, um nicht durcheinander zu kommen, nachher beim Zusammenbauen, geht es. Ne? Lasst euch Zeit dabei, wenn ihr sowas macht, und dann wird das auch was. Wenn euch das Video bisher gefallen hat oder so, dann könnt ihr ja gerne auch mal meinen WhatsApp-Kanal checken. Da ist auch immer eine ganze Menge los. Termine, Stammtische, Touren, wo Kasi so unterwegs ist, was es Neues gibt. Und wenn euch das interessiert, wie gesagt, QR-Code abscannen und schon seid ihr auf meinem WhatsApp-Kanal dabei. Ich würde mich freuen. So, das erste Problem habe ich gerade gehabt. Und zwar, ich verwende natürlich hier, warte mal, ich zeige euch das mal hier. Ich verwende hier natürlich die originalen Dinger, die hier auch drin sind. Nun ist es aber so, dass die Gewinde von den Blinkern relativ kurz sind. Die haben, glaube ich, nur 3 cm oder irgendwie sowas. Das können wir gleich nochmal nachmessen. Auf jeden Fall ist es einfacher, wenn ihr euch Blinker kauft, die ein längeres Gewinde haben. Gibt es, überhaupt keine Frage. Schränkt aber die Auswahl ein. Alternativ habe ich das jetzt so gemacht, das werde ich auch gleich nochmal zeigen. Und zwar habe ich mit einem 10er Bohrer, bin ich hier nochmal durch dieses Gummi gegangen. Da ist nämlich auch ein kleines Stück Metall drin. Und so, dass ich den Blinker weiter reinkriege, um dann hier zu kontern mit einer Mutter. Also ist es ein bisschen Fummelkram. Das Ganze steht mir ja noch dreimal bevor. Aber es geht. So, ich kann euch das jetzt nochmal zeigen. Ne? Also wir haben hier rechts den jetzt verbauten Blinker und links den mit der Glühbirne. Genau, den anderen baue ich jetzt noch um und dann zeige ich euch auch, wie ich das gemacht habe drüben an der Werkbank. So, ich kann euch das mal zeigen. Also ich glaube, man sieht das hier drin. Das ist praktisch ein kleines Metallröhrchen. Und da passt aber der Blinker nicht durch. Das heißt, wir müssen den aufbohren mit einem 10 mm Bohrer. Und dann von beiden Seiten einmal, um hier noch so ein bisschen von dem Gummi wegzunehmen. Und dann geht das einigermaßen gut, dass man die Blinker auch von innen nochmal fixieren kann. So, jetzt gehen wir einmal her. Spanne ich mir das hier ein. Und dann bohre ich den vorsichtig aus. So, ihr müsst im Endeffekt die Blinker so weit reinstecken, dass ihr hier hinten noch ein bisschen von der Fassung habt. Gott sei Dank ist das ja nur Gummi und es geht relativ gut. Und jetzt kriegt man zumindest noch die Schraube rüber hier, die Mutter. Und dann kann man das mit der Flachzange eindrehen, so dass sie fest ist. So, jetzt kommt im Endeffekt hier das Kabel durch. Das könnt ihr hier sowieso nur in einer Position anbringen. Auch ein bisschen fummelig, den da wieder reinzukriegen. Das ist alles so ein bisschen wassergeschützt ist. So, die Maschine ist wieder zusammengebaut, keine Schrauben über. Ihr seht das. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie es hinten aussieht.
Blinker rechts und Warnblinker ab. Ja, jetzt geht's an den Umbau vorne und das wird garantiert auch wieder kein Zuckerschlecken. Also ich habe hier jetzt tatsächlich mehr Zeit verbraucht, als ich eigentlich gedacht habe. Ich musste die Kabel von den Blinkern noch verlängern, die waren leider nicht lang genug. Die sind im Original etwas länger. Gut, ist alles kein Thema, hält aber einfach auf. Der ganze Umbau müsst ihr ungefähr 2 Stunden für einrechnen. Und also jetzt für hinten und vorne, ja, wie gesagt, schauen wir mal. So, als erstes, um jetzt hier vorne irgendwie ranzukommen, werde ich mal erstmal die Scheibe abbauen. Das ist ja die vom Puig, die ich mir geholt habe, die getönte. Also nicht die Originalscheibe. Und die wird ein bisschen anders rangesetzt. Da sind auch ja, andere Halterungen drunter und so. Die werde ich erstmal eben abbauen. So, wenn die Scheibe abgebaut ist, dann nehmen wir hier vorne einmal die Halterung ab. Diese Metallhalterung. Lass mich ja mal überraschen, wie gut das geht. Ich bin sehr gespannt. Damit wir vorne die Verkleidung runternehmen können, müsst ihr hier diese beiden Schrauben auf der linken und auf der rechten Seite noch lösen. So, dann habe ich hier so ein Plastikwerkzeug, dann hebel ich mal hier so ein bisschen vorsichtig unter und dann kommt auch schon. So, die Verkleidung wird im Endeffekt, wie gesagt, die ist überall hier geklippt. Also man muss wirklich gucken, dass man so ein bisschen Kraft aufwendet. Aber wie gesagt, das Ganze immer mit Vorsicht bitte, ne? Also, ne? Ist ganz klar. So, eventuell kann ich den noch ein bisschen an die Seite nehmen hier. Aber wollen wir mal gucken. Das sind auf jeden Fall hier die Kabel für die Blinker. Die kommen von den Blinkern. Die andere Seite gucke ich mir gleich an. Kommt von da. Das könnte ja hier sogar Zündungsplus sein, ne? Oder? Ah, ich weiß nicht. Muss man das gleich mal in Ruhe angucken. So, ich habe jetzt die linke Seite erstmal provisorisch angeschlossen. Auch wieder mit dem Widerstand dazwischen. Noch ohne die Module, weil ich erstmal gucken wollte, wie das funktioniert mit dem Blinker. Was nicht ganz so optimal ist, was mir noch nicht gefällt, das ändere ich aber noch. Das ist hier an der Seite. Ja, da fehlt mir noch so ein bisschen so ein Pfropfen, so ein Abschluss. Ja, aber nichtsdestotrotz, da lasse ich mir noch was einfallen. Wie gesagt, die Blinker sind ja eigentlich auch nicht unbedingt dafür gemacht, aber so sieht es ja auch schon mal ganz gut aus. So, jetzt habe ich hier einmal die Module zwischengeschaltet. Das heißt also im Endeffekt, ja, die männlichen Stücke, die aus dem Blinker kommen, hier in die weiblichen Stücke vom Modul. So, die Plus, Minus, also Gelb und Schwarz geht jetzt hier einmal ins Rote rein. Nee, warte mal eben, tun wir mal gucken hier. Doch, das ist genau, das ist der hier. Nichts verkehrt machen. Und das ist Masse und müsste jetzt im Endeffekt auch erstmal nur blinken. Mal gucken. Ja, Warnblinker, ja, funktioniert auch. Gut, weil wir müssen, um jetzt das Positionslicht einzuschalten, hier nachher irgendwo Zündungsplus abgreifen. Ich weiß aber noch nicht, wo ich da am besten rangehe. Das muss ich irgendwie nochmal messen. Aber das ist jetzt erstmal die eine Seite. Jetzt baue ich den anderen Blinker aus. Ich habe jetzt das erstmal so angeschlossen. Also, das wäre jetzt der Normalfall. Der andere Blinker ist noch nicht umgebaut. Wenn ich jetzt blinke, dann schaltet es um auf Gelb, also Blinker.
mache ich den Blinker aus, habe ich Tagfahrlicht. Andere Seite, wie gesagt, ist noch nicht angeschlossen. Ich habe das Ganze jetzt so gelöst, ich bin im Endeffekt über den Stecker vom Hauptscheinwerfer gegangen, beziehungsweise von einem Stecker der Hauptscheinwerfer. Wir haben ja zwei. Und da habe ich mir jetzt einfach Zündungsplus abgegriffen. Und zwar an dem ersten braunen Kabel. Das habe ich ausgemessen, durchgemessen und das funktioniert. Das muss ich natürlich jetzt alles ein bisschen schick noch machen hier. Und dann mache ich die andere Seite. Leute, ihr wisst gar nicht, wie fummelig das ist, wenn man das noch nie gemacht hat. Ne? Sich das erstmal rauszumessen, was ist Zündungsplus, wo kann ich rangehen, dann die, sag mal schnell, hier die Widerstände noch dazwischen und so. Also, wie gesagt, ich habe jetzt den einen Blinker hier an der Seite auch abgebaut, jetzt kommt der andere da rein. Und ich hoffe mal, dass ich so in 20 Minuten fertig bin und die Kiste wieder hier zusammenbauen kann. So, ihr Lieben. Endlich geschafft, ich bin fertig, die Maschine ist wieder zusammengebaut. Wir schwenken mal einmal kurz rüber. Wie gesagt, die Zündung anmache. Haben wir die Positionslichter. Blinker links. Blinker rechts. Und natürlich auch den Warnblinker. Ja, hat ein bisschen länger gedauert tatsächlich, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich war mehr oder weniger jetzt auch den ganzen Tag damit beschäftigt. Wie gesagt, ich musste ein bisschen Kabel verlängern, ich musste gucken, Zündungsplus und so. Ich werde euch das aber alles verlinken. Werde euch auch nochmal einen kleinen Schaltplan damit zupacken, dass ihr euch da ein bisschen dran orientieren könnt. Die Blinker alles und die Module, die ich verwendet habe, die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr dann gegebenenfalls euch bestellen, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Und ja, ich finde, wie gesagt, für mich Beleuchtung schon immer ein wichtiges Thema gewesen, ne? Und gerade nachher, wenn es dann jetzt auch bald dem Herbst zugeht, wo es wieder früher dunkler wird, wo die Tage wieder schlechter werden, kann es nicht schaden, dann auch besser gesehen zu werden. In diesem Sinne, ihr Lieben, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das macht. Wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt fürs anstrengende Video, würde ich mich auch freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch gerne, wie ihr das findet, ob man das braucht oder nicht. Ich weiß, da gehen die Meinungen eh auseinander. Wie gesagt, Blinker gibt es verschiedenste Bauformen. Das ist eh alles Geschmackssache. Der eine mag es klein und dezent. Ne? Kasi macht es gerne ein bisschen größer. Und ja, im Endeffekt liegt die Entscheidung dann bei euch. Ihr Lieben, dicken Dank fürs Zuschauen und ich sage bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Kasi.